Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit der 356. Folge Let's Show Play Minecraft. Und weil morgen der 17. März ist, der Feiertag aller Iren, der St. Patrick's Day, machen wir heute mal eine irische Folge, erkennbar am Shamrock, am Kleeblatt links oben. Und ja, ich habe euch nicht nur was zum Vorlesen, also für mich zum Vorlesen, für euch zum Zuhören mitgebracht, sondern auch ganz stilecht ein schönes Kilkenny hier eingepackt. Das werde ich jetzt mal aufmachen. Zack, ich hoffe, ihr habt es gehört. Und werde mir das jetzt richtig schön hier in ein Gläschen reingießen. Und während ich euch vorlese, ganz genüsslich zu Gemüte führen. Und im Hintergrund, in den Bildern seht ihr es ja, da wird blödes Kaff weiter ausgebaut und wird noch schöner, noch größer, noch bekleckerter. Nein, wird einfach weiter ausgebaut. Es kommen ein paar Gebäude dazu. Hier baue ich also gerade am Hafen noch was und überlege, was ich da also mit der Kakteenhecke mache und so weiter und so fort. Werdet ihr ja noch alle sehen. Mitgebracht habe ich euch natürlich Irisches. Ah, die Iren sind ja nicht nur tolle Musiker, sondern auch ja, tolle Geschichtenerzähler. Und da habe ich euch heute ja drei Bücher mal mitgebracht. Und schauen wir mal, wie weit wir durchkommen. Den Anfang mache ich mit einer ja, irischen Schelmengeschichte von Werner Suter, Die unendlichen Freuden des heiligen Flanagan. Habe ich auch irgendwo mal einfach auf dem Krabbeltisch gefunden, war aber ein sehr guter Fund und deswegen auch in grün bedruckt. Ihr könnt es schade leider nicht sehen, aber wirklich in grün gedruckt, grüne Buchstaben, passend zur grünen Insel. Und ja, erstmal einen Schluck Kilkenny. Guinness habe ich mir nicht geholt. Na, ich habe schon genug Haare an den Eiern. Da brauche ich nicht noch mehr. Prösterchen. Ja. Söderle. Steigen wir ein. Im Jahre 531 nach Christus verließen die keltischen Götter, von der Menschheit enttäuscht, die grüne Insel. Sie waren es müde, in Brunnen, Quellen, Seen, Bächen und Meeren zu sitzen und sich um das Menschengeschlecht zu sorgen. Sie waren es müde, in lodernden Feuern das Gute und das Böse zu weissagen, und es wurde ihnen lästig, mit Gewittern, Orkanen und Seuchen zu drohen. Sie verschlangen der Menschen Tiere, sie ertränkten ihre Kinder, sie sandten feuerspeiende Drachen. Die Menschen duckten sich und schwiegen. Das Spiel war wenig ergiebig, und so gingen die Götter der Kelten nach Hause, übergaben Irland den Christen. Seither liegen die Nebel über den Hochmooren, die Menhire zielen ins Leere. Der Sonnenwende fehlt die Sonne, die Opferaltäre werden vom peitschenden Regen blankgefegt. Von Palästina her brachten 12 Apostel 1000 Kreuze, Kienspan, Erbarmen, Blattgold, Gänsekiel, Bibel und traurige Lieder. Sie mischten Gälisch mit Latein und wedelten Weihrauch ins Torffeuer. Die Menschen fischten schweigend, ackerten wortlos und vermissten die Elfen und Geister auf den Bäumen, im Wasser und im Feuer. Wahrscheinlich sehnten sie sich sogar nach den Drachen, denen sie zweimal im Jahr die schönste Jungfrau zu opfern hatten. Jetzt aber, das war doch kein rechtes Leiden mehr. Doch sie sagten nichts und hungerten. Es war hart, die üblichen 12 Kinder zu ernähren. So warfen sie denn mit einem gemurmelten Gebet kleine Krüppelchen in die schweigenden Sümpfe. Waren es allerdings Knaben, missgestaltet, schwach, ungeschickt oder einfach überzählig, dann weihten sie die Früchte ihrer Liebe gelegentlich auch der Anbetung Gottes, sandten sie in eines der Kloster, die sich an den Rändern der Hochmoore duckten. Und so kam auch der heilige Flanagan zu seiner Kutte. Er schien dürr und schwach, doch erwies er sich als zäh. Er schien stumpfen Geistes, doch war seine Seele reich und schön. Bald wurde er zur Zierde des düsteren Klosters und gewann die Herzen der alten Mönche. Wie sie da kauerten, Nase und Zeigefinger auf dem Pergament, ein Leben lang. Sie hatten verwachsene Rücken vom Lesen im düster zuckenden Schimmer des Kienspans. Der kleine Flanagan wünschte sich nicht so sehr wie einen Buckel, denn darin saßen sie wohl, die Weisheit
das Wissen, die Zucht, die Gottesfurcht und alles, was uns noch wichtig war. Manchmal stand er auf der Zinne und spähte durch die Schießscharten. Dann konzentrierte er all seine Sinne so sehr, dass sein Kopf schmerzte. Und dann bat er Maria um einen Sonnenstrahl. Und dann, wenn sein Glaube nicht erlahmte, spalteten sich plötzlich die schwarzen Wolken und gelbes Sonnenlicht flutete über Moore und zauberte hunderte von Grüntönen und dottergelbe Blumen herbei. Und dann wusste er, Maria, die Gnadenmutter, liebt mich. Und sein Herz jubelte. Flanagan wurde erwachsen, wurde ein stattlicher Mann. Was ihm fehlte, war der Buckel der Tugend. Trotzdem, der hochwürdige Herr Bischof weihte ihn zum Priester. Am 23. August des Jahres 552 lag Flanagan platt wie ein Käfer auf dem kalten Steinboden der Klosterkirche. 5 Zentimeter vor seinen Augen sah er in der Steinfuge eine Ameise. Der Bischof, der irgendwie vor ihm stand, roch säuerlich, in seinem Magen rumpelte es. Aus dem zahlreich herbeigeströmten Volk hörte er Murmeln und Husten. Die Schweine des Klosters erinnerten ihn an ihre Futterzeit. Flanagan versuchte, sich auf den wichtigsten Augenblick seines Lebens zu konzentrieren. Doch alles blieb, wie es immer war. Die Engel der wahren Inspiration verspäteten sich. Eile wäre auch unnütz gewesen, denn Flanagan war eine jener Figuren, denen Gott jeden Wimpernschlag im Voraus festgeschrieben hat. Weil nun aber seine Priesterweihe aus dem Tropfenzähler der Zeit kam wie jeder beliebige andere Augenblick, suchte Flanagan Sinn und Majestät im ständigen Fluss des Seins, im Gehen und Kommen, im Werden und Vergehen. Es gab ihm Sicherheit. Jeden Mittag trieben Wolkenschiffe über die Meere, dann regnete es. Übermütige weiße und schwarze Wolkenvorhänge tanzten in der Silbersonne, dann mussten ihre Strahlen irrlichtern und das Grün prangte wieder so jung, als sei es soeben neu erwacht. Doch nicht nur lieblich war er, der Lauf der Zeit. Der Wind brachte auch den strengen Duft des Meeres und im Winter war es bitterkalt. Sie lasen dann die Stundengebete mit schwerem Sinn. Sie sangen um Mitternacht Choräle, ob deren Trauer das Blut gerann. Sie lagen auf feuchtkalten Strohsäcken, waren müde und blieben keusch. In den Gängen hockte er, der Geruch von Weihrauch, Myrrhe und Lust. Dann trat der Boxfüßiger an sein Lager, nahm ihn an die Hand und führte ihn hinaus zu Wind- und Hustensümpfen und versprach ihm Dotterblumenland. Jahre später, als die große Hungersnot kam, wurde auch die Suppe der Mönche dünner. Nach einem Jahr wurde die Lage verzweifelt. »Wir müssen uns aufteilen«, sagte der Vater Abt. »Einige von uns müssen die Insel verlassen und zur Ehre Gottes die Heiden des Kontinents bekehren.« Der heilige Flanagan war der Einzige, der sich freiwillig in die Missionen meldete. Freiwillig? Es war wie ein Zwang. Als er ja sagte, war es ein Fremder, der mit seiner Zunge sprach. Doch da waren noch andere Farben, das hatte er entdeckt, während alle schliefen. Die Sonne kam über die Moore in sündiges Gelb gehüllt, und selbst das noch zögernd einfallende Licht war kunstvoll mit Silber und Gold verwoben. Zuerst erschreckte ihn das, kündigte sich eine Welt an, die ihm noch verschlossen war. Was geschah, wenn man vom Hochmoor aufstieg, Höhe gewann, von oben herunterblickte? Erstarrte man wie Lots Weib? Oder sah man Blumen, himmelhoch? Nicht alles ist im Gleichlauf. Vieles hat der Schöpfer vor uns versteckt. Wir müssen es finden, wir müssen wachsen. Dann war da auch noch dieser Traum. Ein sündiger, hoffärtiger Traum, ein hartnäckiger Traum. Denn er kam immer wieder, war Teil seiner selbst. Er, der kleine Mönch Flanagan, saß auf einem gedrechselten Thron, in kostbare Kleider gehüllt, war Abt eines Klosters, viel herrlicher und prächtiger als der Tempel zu Jerusalem, und er sprach mit den Engeln als seinesgleichen, und die Heiligen teilten ihr Mahl mit ihm. War er auserwählt? Sein Abt gab ihm das Wertvollste mit, was dem Kloster geblieben war. 2 Mahlzeiten, einen pergamentenen Psalter, vom besten Schreiber des Klosters geschrieben, einen derben Wanderstock und eine Monstranz mit einer Reliquie, der hochheiligen Vorhaut Christi. Als sich der Abt und Flanagan zum Abschied umarmten, sagte dieser, baue um unsere Reliquie ein Kloster, baue es dort, wo es keinen Hunger gibt. Der Hafen von Dublin war übervoll. Jedermann wollte die Hungerinsel verlassen, doch nur wenige waren in der Lage, die Überfahrt zu bezahlen. Schon gar nicht ein halb verhungertes, bleiches Mönchlein. Andere Männer Gottes hatten vor ihm die Meere bezwungen. Weidengeflecht bespannten sie mit Tierhäuten, glaubten an Gott und stachen in See. Doch zum Bau eines solchen Coracle war er zu ungeschickt, zu entkräftet auch.
Schließlich ging Flanagan so weit, und er tat das mit schlechtem Gewissen, den wertvollen Psalter zum Kauf anzubieten. Er sagte sich, besser den Psalter zu verkaufen und die Heiden Galliens und Germaniens zu bekehren, als in diesen Gassen zu verenden, so rum, das Gebetbuch in der kraftlosen Hand. Doch er erntete nur das schiefe Lächeln der Satten. Spitzte sich die Lage wieder zu. Weder vom Betteln noch von den Abfällen in den Hinterhöfen konnte er sich ernähren. Es gab zu viele von seiner Sorte. Sein ausgemergelter Körper war bald so schwach, dass er sich nur noch taumelnd vorwärts bewegen konnte. Fieber schüttelte ihn, Halluzinationen quälten ihn. In einer der Gassen, die zum Hafen führten, legte er sich zum Sterben nieder. Sir Reginald de Montfaucon wartete unbeweglich auf den Tod des Mönchs. Er hatte gesehen, dass der Sterbende eine Monstranz umklammerte, verziert mit den wertvollsten und größten Diamanten, den er hier gesehen hatte. Sir Reginald de Montfaucon war bereit, den Degen zu ziehen, sollte ihm jemand sein Wild streitig machen. Der Todeskampf schien unendlich lang zu dauern. Unseligerweise ließ es sich nicht mit der Ehre eines Ritters vereinbaren, einen Mönch, der allzu langsam starb, abzustechen. Sein Araberhengst, den er am Zügel führte, scharrte ungeduldig mit den Hufen. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste sich mit Geduld wappnen. Schlecht gelaunt zwirbelte er seinen Schnauzer himmelwärts, zog den Degen halb aus der Scheide, stieß ihn zurück und streichelte die Locke seiner Nichte, Celestine de Montfaucon, die mit Pinienharz am Leder seines Gurtes befestigt war. Man hatte sie ihm heimlich zugesteckt. Er lächelte. Er liebte die galanten Versprechen. Endlich! Die Beine des Mönchs zuckten ein letztes Mal in jener lächerlichen Art, auf die sich Sterbende zu versteifen pflegen. Mit einigen wenigen Schritten stand er neben Flanagan. Er streckte seine Hand aus. Im selben Augenblick spalteten sich die schwarzen Wolken und ein giftiger Sonnenstrahl tanzte in den Regenschleiern, und sein Glanz schien in den Diamanten zu bersten und brannte das Licht aus den Augen des Ritters. Seine Pupillen schlierten weiß wie geschiedene Milch. Da richtete sich Flanagan mit letzter Kraft auf und schlug das Kreuzzeichen über die matten Augäpfel, und die Blindheit wich dem Erbarmen des Allmächtigen. Der Herr aber belohnte die christliche Tat seines Dieners Flanagan und hauchte ihm wieder irdisch Leben ein. Reginald de Montfaucon war ein rechter Bruder Leichtfuß, doch dieses Erlebnis ritzte an seiner verkrusteten Seele. So lud er den Mönch mit einem Anflug von Dankbarkeit auf sein Reittier und brachte ihn an seinen Hof. Er war nämlich ein mächtiger Herr, Spross eines großen französischen Geschlechts. »Eigentlich sind ja Mönche zu nichts Nutze, aber ich werde dich in die Pflicht nehmen«, befand Reginald de Montfaucon, und er teilte ihm eine Aufgabe zu, die seinen amoureuse Kokott, seinen Saufkumpanen, Gottes Willen, und ihm selbst viel Spaß bereitete. Flanagan wurde zum Wächter des Coitus Continuus ernannt. Wenn Reginald mit einem seiner Lotterweiber ins Himmelbett stieg, musste der Mönch daneben stehend nach jedem Höhepunkt die Absolution erteilen und dann mit einem Messglöcklein läuten, auf das das Spiel wieder von vorne beginnen konnte. Zudem musste er Zeit und Häufigkeit auf Pergament peinlich genau notieren, und der Edelmann wurde fuchsteufelswild, wenn sich in die Aufreihung der Daten eine Unaufmerksamkeit einschlich. War Reginald zufrieden, warf er Flanagan ein Happen Essen zu. Hart verdientes Brot, doch genügte es, ihn bald wieder zu Kräften kommen zu lassen. Die Lehrzeit war schlimm, denn jeder Fehler wurde mit Prügeln bestraft. Doch schon nach 2 Monaten unterliefen ihm kaum mehr Fehler, nach 6 Monaten war er nahezu perfekt, und nach 1 Jahr war sein Zuspruch so feurig und einfühlsam, dass er sich unter den Edeldamen und unter den Kokotts einen legendären Ruf erwarb. Wer einen Rock trug, der wollte mit Reginald de Montfaucon kopulieren, und das oft und nur im Beisein von Flanagan. Keines dieser Weiber vergaß, ihm eine Dublone in die Kutte zu stecken, dabei streiften sie ihn überall, wo er entflammte. Doch Reginald verbot ihm strikt, mehr zu tun als zu protokollieren. »Die Attraktion sind deine fiebigen Äuglein«, belehrte er den Mönch. Es hieße Flanagans Ruf schaden, würde man hier nicht ausdrücklich erwähnen, dass er während seiner Arbeit die Monstranz stets sorgsam im Dunkeln barg. Er wusste, was er seinem Kloster und den göttlichen Mächten schuldig war. Ja, soweit der Einstieg in die unendlichen Freuden des heiligen Flanagan.
der also später im göttlichen Auftrag die Zeit vom 6. bis zum 21. Jahrhundert durchwandert, unsterblich, omnipotent seine Welt formt. Und das ganze Buch ist wirklich ein Feuerwerk an skurrilen Einfällen, an fantastischen Bildern. Es kommt später noch zu einem großen Duell der verschiedenen Glaubensrichtungen, Protestanten gegen Katholen und so weiter. Also unbedingte Leseempfehlung, wenn ihr es irgendwo in die Finger bekommt, von Werner Suter, Die unendlichen Freuden des heiligen Flanagan. Ja. So, ich nehme mir mal noch einen Schluck von meinem Guinness. Nicht Guinness, um Gottes Willen. Ey. Es waren ja gerade mal erst 2 Schluck. Ich kann also noch nicht besoffen sein. Vom schönen Kilkenny. Einfach mal auch der ausgleichenden Gerechtigkeit halber. Ja, während hier in Blödes Kaff die Hühnerzucht wieder ein bisschen angekurbelt wird. Ich glaube, ich habe mir zwischendurch auch nochmal Eier geholt und hier ein paar Hühner gezüchtet. Ja. Gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Buch. Und zwar, ja, springen wir mal ein bisschen weg von den Mönchen, da kommen wir nachher nochmal dazu, zu einem anderen sehr irischen Roman, nicht von einem Autor, sondern von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Autoren. Ja, so ähnlich wie in einem Let's Change haben sich also hier 15 Autoren, irische Autoren, daran gemacht und einen Roman geschrieben. Jeder ein Kapitel. Und das Buch heißt Yeats is tot. Und es beginnt mit Roddy Doyle und endet mit Frank McCourt. Damit sind also die beiden Autoren genannt, die hier Anfang und Ende machen. Ansonsten sind dabei Connor McPherson, Gene Kerrigan, Gina Moxley, Marion Keyes, Anthony Cronin, Owen O'Neill, Hugo Hamilton, Joseph O'Connor, Tom Humphries, Pauline McLynn, Charlie O'Neill, Donald O'Kelly, Gerard Stambridge und wie gesagt, den Abschluss macht dann Frank McCourt. Die Süddeutsche Zeitung schrieb ein hinreißendes Spiel mit Literatur. Na, das ist ja durchaus ungewöhnlich, dass wie gesagt 15 Autoren sich zusammenfinden und jeder ein Kapitel zu einem Buch beisteuert. Deswegen springt auch natürlich die Handlung und der Stil und die handelnden Personen und die Orte von von A nach B und hin und her. Das wechselt also grundsätzlich doch irgendwie alles durch. Aber trotzdem ist es eine recht zusammenhängende hängende Story und es nimmt halt wieder jeder doch so auf das Bezug, was der andere da geschrieben hat. Wir steigen einfach mal ein mit dem ersten Kapitel von Roddy Doyle. Ich glaub, der war schon tot, ehe ich auf ihn geschossen hab. Was laberst du da? Fragte Roberts. Ich glaub, er war tot, sagte Nestor. Schon tot, meine ich. Du weißt schon. Roberts sah auf den Toten hinunter. Er hat noch mit mir gesprochen, sagte Roberts. Er war mitten im Satz der Arsch. Aber, sagt ihr, sie kriegt's Biss, wenn ich mich recht erinnere. Aber... Und jetzt, meinte Roberts, werden wir nie erfahren, was er sagen wollte. Bis heute Abend, bis Weihnachten, bis zum St. Nimmerleinstag. Himmel nochmal, das ist ja ein schöner Schlamassel. Aber... Ja, fuhr Roberts ihn an. Käseweiß ist er geworden. Echt? Und hat... Nestor langte an seine linke Brustwarze. Hat also... Sich an die Brust gegriffen, half Roberts nach. Ja, an die Brust gegriffen. Willst du mir erzählen, dass es ein Herzanfall war? Ja, furchtbar hat er ausgesehen. Im Gesicht. Das kenne ich nämlich. Ich habe einen Vetter. Und der hatte einen Herzanfall? Ja. Und hat genauso ausgesehen. Ja. Und ist noch gesund und munter. Ja. Na, bestens.
sagte Roberts. Dann steht vielleicht unser Freund hier gleich auf und schüttelt sich. Aber warte mal, auf deinen Vetter hast du doch wohl nicht geschossen. Nein. Wieso auch? Sagte Roberts, war ja schließlich dein Vetter. Ich, sagte Nestor. Und da schlug Roberts zu. Ordentlich. Was mache ich bloß mit dir, sagte er und holte nochmal aus zu einem fast freundlichen Hieb aufs Ohr, der ohne die Wagenschlüssel, die Roberts in der Hand hatte, harmlos gewesen wäre. Nestor versuchte in einer Ecke abzutauchen und warf dabei einen Lederhocker und den Becher mit Tee um, den der Tote 4-5 Minuten zuvor darauf deponiert hatte. Genau in dem Moment, als Roberts nach kurzem Klopfen mit Nestor hereingekommen war. Das gibt Flecken, sagte Roberts. Der Vorleger, das zottige Fell von einem synthetischen Schaf, zog sich schon mit dem Tee voll. Roberts nahm den Mittelteil aus dem Daily Mirror, der neben dem Sitzkissen lag, und breitete ihn behutsam über den Fleck. Er klopfte mit der flachen Hand auf die Zeitung. So, sagte er. Nestor untersuchte sein Ohr. In der rechten Hand hatte er immer noch die Kanone. Er wich mit dem Kopf zurück und stieß gegen die Wand. Es schepperte. Das Zuhause des Toten war aus Blech. Auf einem Feld bei Cawthorn oder Scarries hätte man sowas einen Wohnwagen genannt. Hier, in dem verlotterten Garten eines verfallenen Cottage am äußersten Rand von Dublin, war es ein Schuppen. 4 Blechwände und ein Blechdach, von dem es Rost schneite. Der Schuppen saß windschief auf verschiedenen großen Backsteinen und einem platten Reifen und war von wogenden, stinkenden Nesseln und hohem Unkraut umgeben, fast schon vereinnahmt. Innen gab es so gut wie nichts, bis auf ein paar Stöße vergammelter alter Zeitungen und ein schmieriges, verknittertes Poster von James Joyce an der Wand. Roberts besaß ein Haus in Rathmines. Mit Hilfe des Mannes seiner Schwester hatte er es in 13 möblierte Zimmer aufgeteilt. Jetzt sah er sich um. Ein paar Spanplatten, 2 zusätzliche Betten und er hätte hier problemlos 4 oder sogar 6 Studenten unterbringen können. Eine Leiche wäre bei dem Dreck und den Fäden von solchen Typen überhaupt nicht aufgefallen. Mit dem Ding ließe sich etwas anfangen. Er würde sich mal umhören, wem es gehörte. Als er sich aufrichtete, wackelte die Kiste wie ein Lämmerschwanz. So, sagte er. Nestor hatte sich ein Taschentuch ans Ohr gedrückt. Das wird Sie nicht freuen, sagte Roberts. Ganz und gar nicht. Er sprach von Mrs. Bloom. Wir sollen ihn einschüchtern, hat sie gesagt, meinte Roberts. Kommt er dir irgendwie eingeschüchtert vor? Nein, sagte Nestor. Nein, bestätigte Roberts. Ich glaube, ich habe noch nie einen so wenig eingeschüchterten Menschen gesehen. Es war ein Herzanfall, sagte Nestor. Daher auch das Loch in der Brust, sagte Roberts. Das war ein Unfall. Glaubst du im Ernst, ich gehe hin und erzähle ihr das? Er hat sich an die Brust gegriffen. Ich greife dir mit einer Kneifzange an die Eier, wenn du nochmal von seiner Brust oder von seinem Herzen anfängst. Sag mir nach, ich habe ihn erschossen. Aber ich hab's nicht gewollt. Sag's. Ich habe ihn erschossen. Na also, damit sind wir immerhin einen Schritt weiter. Du hast ihn erschossen. Er besaß etwas, was sie haben wollte. Wir sollten ihn einschüchtern. Ein bisschen Kloppe, einmal kurz die Kanone unter die Nase halten. Klarer Fall. Aber du gehst hin und knallst das arme Schwein ab. Stimmt's oder habe ich recht? Sie ist losgegangen. Ja, sagte Roberts. Das war nicht zu überhören. Das lag an den Handschuhen. Wie war das? Sie sind neu. Hübsch. Holla, Creeper. Der ist auch losgegangen. Sie sind ein bisschen steif? Ja, sagte Nestor. Kenn ich, sagte Roberts. Er trat gegen den Fuß des Toten. Es lag an den Handschuhen, Mister, sagte er. Dann guckte er wieder Nestor an. Was soll ich ihr erzählen? Nestor schwieg. Na? Keine Ahnung. Und ist der jetzt nicht doch ein bisschen mulmig? Ja. Gut, sagte Roberts. Mir nämlich auch. Sehr sogar. Bin froh, wenn ich dabei Gesellschaft hab. Kirkeny. Ach ja. Mrs. Bloom war streng genommen nicht ihre Vorgesetzte. Sie waren finanziell nicht von ihr abhängig, sondern hatten beide sichere Jobs mit Pensionsberechtigung, die nicht das Mindeste mit Mrs. Bloom zu tun hatten.
Roberts hatte außerdem noch seine möblierten Zimmer und zwei, drei weitere Töpfe am Kochen. Er war an einem Kissagram-Service beteiligt. Ihm gehörte der 87er Lancia, der 7 Tage in der Woche die französischen Hausangestellten und lockeren Kindermädchen und Fernsehansagerinnen, eine Erfindung von Roberts und ein echter Hit, in der Stadt und im Umland von einem traurigen Trottel zum nächsten karrte. Er hatte eine Konzession für Croissants und Baguettes, der nächste Creeper, in einem Geschäft, das nur ein paar Schritte von seinen möblierten Zimmern entfernt und rund um die Uhr geöffnet war. Wenn du so hinkriegen kannst, dass Scheiße gut riecht, würden sich haufenweise Leute finden, die sie auch früh um 4 kaufen, sagte er zu Dümpfner, Nonne, Schulmädchen und Fernsehansagerin in einer Person. Genau, sagte Dümpfner, während sie die beschlagene Scheibe auf dem Beifahrersitz sauber wischte und nach der richtigen Adresse Ausschau hielt. Erzähl mir eine solche Geschichte, sagte Roberts. Schon wieder? Na komm. Also wenn du echt ein Schwein kramen willst, gut, dann sage ich nur Flut, Untersuchungsausschuss. Der dicke Dubliner Bauskandal, du weißt schon. Er besaß ein Stück stillgelegtes Land gleich neben der Farm seines Bruders. Er hatte das ganze Jahr über ein Team von 23 Jungen und Mädchen laufen, die garantiert irische Weihnachtskarten, made in Südostasien, für Spina Bifida-Kranke, bosnische Krankenhäuser und Roberts verhökerten. Und er hatte auch sonst noch das eine oder andere auf Lager. Dies und das. Er witterte überall ein Geschäft. Täglich Schlag 5 wachte er auf und noch ehe er Hausschuhe an den Füßen hatte, schwirrten ihm die Ideen nur so durch den Kopf. Roberts war ein echter Unternehmertyp, ein Entrepreneur. Dazu muss man geboren sein, hatte seine Frau einmal gesagt, die bei einem Fortbildungsseminar des Industrieministeriums neben ihm gesessen hatte. Dem konnte Roberts nur beipflichten. Er war dazu geboren. Der Arsch hat noch sein Kommunionsgeld, hieß es häufig, wenn von Roberts die Rede war. Normalerweise ist das nur so eine Redensart, aber im Fall Roberts stimmte es wortwörtlich. Sein Kommunionsgeld, alles in allem 3 Pfund, 13 Schilling und 8 Pence in liebevoll blank geputzten alten Münzen, lagerte in einer Tabaksdose 30 cm unter dem Rasen. 5 Erwachsenenschritte, am Tag seiner Kommunion waren es 10 gewesen, rechts von dem Gatter zu dem Feld, das jetzt ihm gehörte. Die Europäische Union bezahlte ihn dafür, dass er das Feld nicht nutzte. Nicht einmal darauf rumlaufen durfte er. Ein Satellit beobachtete sämtliche brachliegenden Felder in Irland und passte auf, dass sie Brachland blieben. Irgendwann in einer wolkenverhängenden Nacht aber würde er sich auf sein Feld stehlen, die Tabaksdose Condor Tobacco ausgraben und den blinkenden Schatz zu einem Münzhändler in der Aughrim Street tragen, einem Mitglied der Internationalen Vereinigung professioneller Numismatiker und Abonnenten eines lettischen Pornomagazins, das Robert am ersten Freitag jeden Monats morgens zwischen 6:30 und 7, ehe er zur Arbeit ging, eigenhändig an 13 Dubliner Abnehmer verteilte. Er wollte nur wissen, wie viel das Zeug wert war, dann würde er es wieder einbuddeln. An einer anderen Stelle. Entrepreneur. Echt stark das Wort. Wie heißt dieser französische Ausdruck, der Geschäftsmann bedeutet? Hatte er einmal seine Frau gefragt, als er am Kamin saß und so tat, als ob er sich mit dem Kreuzworträtsel im Independent beschäftigte. Entrepreneur, sagte Patsy. Wie? Entrepreneur. Buchstabier mal, sagte Roberts. Nestor war kein Entrepreneur. Er war eher einer von diesen gedimmten Typen, die mit den Fäusten denken und von Ideen völlig unbeleckt. Trotzdem verdiente er ganz ordentlich. Weil sein ordentlicher Job nicht viel brachte, stand er 4-mal in der Woche abends in schwarzer Bomberjacke und mit Knopf im Ohr vor der Tür des Pubs Major Disaster. Er befand sich im Kellerhaus von Little Los Angeles, einem Parkhaus und Einkaufsparadies am Anfang der Grafton Street, der sexcellentesten Shopping-Kloake Europas. Junge Paare und Mädels in Gruppen ließ er rein, männliche Singles und britische Männersaufklicken, die im Kilt oder in gleichfarbigen T-Shirts aufkreuzten, kamen nicht an ihm vorbei. »Das ist doch den Schotten ihre Nationaltracht!« »Ein Scheißrock ist es«, sagte Nestors Kollege Rattigan. Nestor tat nur selten den Mund auf, war nie brutal, immer höflich. Aufs Klo ging er nur in den Pausen. Er trank nicht, aber ich werde jetzt nochmal einen Schluck trinken. Also, er trank nicht, rauchte nicht, er grapschte nicht nach betrunkenen Frauen. Er stand vor oder neben dem Eingang
und wenn die Stimme aus seinem Knopf im Ohr es verlangte, ging er rein und eskortierte Gäste nach draußen. Rattigan, der trank, rauchte und häufig an das Telekom-Gebäude gegenüber pinkelte, konnte ihn nicht ausstehen. »Du bist der reinste Musterknabe.« »Bin ich nicht«, sagte Nestor. »Bist du doch, du Arsch.« »Bin ich nicht«, sagte Nestor. »Schau dich doch an«, sagte Rattigan. »So ein richtiger Tugendpinsel. Die da kommt, würdest du die flachlegen? Die in Rot. Würdest du es mit der machen, ne?« Nestor antwortete nicht. »Würdest du nicht? Erzähl mir doch keine Märchen, Mann. Die ist total scharf drauf. Schau sie dir doch an. Schau hin, mach die Augen auf, du Arsch. Und neben ihr. Hm? Alle beide. Der andere hier hinter. Guck doch.« Hm? Nestor litt schweigend, denn er war schwul. Er ließ die Frauen, die Rattigans schmutzige Fantasie beflügelten, passieren, während sein Herz insgeheim für die Männer pochte, die draußen bleiben mussten. Die Saufklicken und Einzelgänger, die Männer mit Kilts und gleichfarbigen T-Shirts. Roberts trat noch einmal gegen den Fuß des Toten. »Du bist ein schrecklicher Mensch«, sagte er zu Nestor. »Entschuldige, soll ich es aufputzen?« »Es?« Die Waffe war eine schwere israelische Desert-Eagle-Pistole mit großer Durchschlagskraft. Nestor hatte einen Meter vor der Brust des Toten abgedrückt. »Es?« fragte Roberts. »Hast du eine Woche Zeit?« Von der Wand hinter ihnen troff es rot. »Brav, ihr Jungs.« »Oh ja«, Roberts machte Mrs. Blooms Stimme nach. »Hinterher schön putzen, so gehört sich das. Brav, ihr Jungs. Glaubt ja nicht, dass ihr das zu hören kriegen, wenn wir zu ihr kommen. Lasst den Scheiß bloß dran.« Er ging vorsichtig zwei Schritte nach links und gab dem Superser-Gasheizofen einen Schubs. Der aber rührte sich erwartungsgemäß nicht von der Stelle. Roberts besaß 13 Superser-Gasheizofen, einen in jedem möblierten Zimmer. Und nicht ein einziger bewegte sich freiwillig auf seinen Rollen vorwärts. »Ob der in den Kofferraum passt?« »Nein«, sagte Nestor. »Seitlich vielleicht?« »Könnte sein.« »Dann nehmen wir ihn mit. Komm, hilf mir mal.« Ja, das sind so die Sachen, mit denen sich Roberts und Nestor häufiger beschäftigen, wenn sie für Miss Bloom unterwegs sind, also bei Wildfremden reinplatzen und sie bedrohen mit einer Kanone oder auch nur mit den Fäusten. Ja, wenn ihr gespannt seid, wie die Geschichte weitergeht, dann haltet Ausschau nach Yeats ist tot, ein sehr irischer Roman von 15 Autoren. Es beginnt mit Roddy Doyle und endet mit Frank McCourt. Mein Exemplar hier als Taschenbuch erschienen im List Verlag. Nummer, lasst mich schauen, 60325. Vielleicht macht das ja die Sache leichter. Ich kann euch auch Titel und ISBN-Nummer in die Videobeschreibung schreiben. Das macht es dann, denke ich mal, noch leichter für euch. Ja. Kommen wir aber nach einem Schluck Kilkenny. Auf Irland, die grüne Insel. Zum dritten Buch, was ich euch mitgebracht habe. Vorher gönne ich mir aber nochmal ein kurzes Päuschen, kümmere mich um mein Näschen. Ihr kennt das ja von mir. Söderle, da bin ich wieder und während es hier in blödes Kaff weitergeht mit den Bauarbeiten, kommen wir zum dritten, letzten und meiner Meinung nach Höhepunkt meiner irischen Buchvorstellung zum St. Patrick's Day, morgen der 17. März. Ja. Und zwar von Mervyn Wall, Der unheilige Fursey oder Das Irland der Frommen. Ein richtig toller irischer Schelmenroman, erzkomisch und wohl auch in bester irischer Erzähltradition, so heißt es hier jedenfalls auf dem Klappentext. Satans Kampf um die Seele von Irlands bravstem Laienbruder verletzt das Kloster Clonmacnoise in helle Aufregung, bis man Bruder Fursey einfach vor die Tür setzt. Was dann folgt, grenzt für den armen Fursey an das Unvorstellbare. Er wird vom Bischof mit einer Hexe verkuppelt, macht selbst eine Karriere als Hexenmeister und wäre auf dem Scheiterhaufen geendet, wenn der Fürst der Unterwelt nicht höchstpersönlich eingegriffen hätte. Ja. Und da
steigen wir auch gleich mal ein. Wo fangen wir an? Am besten natürlich am Anfang. Mervyn Wall, der unheilige Fursey oder das Irland der Frommen. Aus dem Englischen übersetzt übrigens von Harry Rowold. Wem der Name was sagt? Noch, genau. Ich habe hier die Taschenbuchausgabe, erschienen im Goldmann Verlag von... lasst mich schauen. 1983. Das Buch ist ursprünglich geschrieben, das erste Mal veröffentlicht worden 1965. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Muss also gut sein, wenn es nach über 20 Jahren, knapp 20 Jahren, nochmal aufgelegt wird. No? Erstes Kapitel. In den Annalen wird überliefert, dass sich die klösterliche Ansiedlung Clonmacnoise in den ersten 4 Jahrhunderten seit ihrer Gründung durch den seligen Kieran einer einzigartigen Immunität gegen die Heimsuchung von Kobolden und leichenverzehrenden Ghouldämonen, nächtlichen Unholden, Elfen und höllischen Phantomen aller Art erfreute, wie sie den Menschen nicht selten erschienen. Im Umkreis ihres Glockenklangs war das dunkle Wirken von Zauberei unbekannt, denn weder für Hexe noch für Hexer oder Zauberer war die geweihte Luft bekömmlich. Andere religiöse Ansiedlungen waren bedauernswerte Opfer der Heimsuchung durch körperlose Geister, Dämonen, Lemuren und Faune, die überaus unmenschlich durch die dunkleren Winkel der Flure und Zellen schnaubten und schnoberten, und es war nicht ungewöhnlich, wenn ein Mönch als Ereignis ihrer Streiche und Teufeleien schwer verletzt oder lahmgeschlagen wurde. Philomaten von profundester Gelehrsamkeit hockten Jahrhundert für Jahrhundert in der Bibliothek über Folianten der größten Formate, schüttelten den Kopf und warnten ihre Mitbrüder. Sie könnten nicht erwarten, für alle Zeit gegen solche Heimsuchungen gefeit zu sein. Und wenn der Fürst der Finsternis nur ein einziges Mal Fuß gefasst habe, werde er in aller widerwärtigen Bosheit von Jahrhunderten prangen. Die Mönche vertrauten jedoch auf den seligen Kieran und auf ihre eigene Heiligkeit, und vielleicht war es diese ihre Vermessenheit, die schließlich dem pestilenzialischen Dämonen Tür und Tor öffnete, welche gegen Ende des 10. Jahrhunderts aus ihren garstigen und anrüchigen Unterkünften nach Clonmacnoise drängten. Den ersten Hinweis darauf, dass eine Bresche in seine Abwehr geschlagen war, erhielt der heilige Ort, als eines Abends im frühen April Pater Kilian, der die Klosterbrauerei leitete, seinen Arbeitsplatz für einige Minuten verließ, um Luft zu schnappen, bevor er zum Abendgottesdienst ins Hauptgebäude zurückkehrte. Er hatte den ganzen Tag emsig gearbeitet und die Nachtluft tat seinem erhitzten Gesicht wohl. Die Nacht war dunkel und er fand seinen Weg zwischen den Zellen und Hütten hindurch bis zu dem Palisadenzaun, der die Ansiedlung umgab. Als er ihn schließlich erreicht hatte, blieb er eine Zeit lang stehen und blickte über die Felder zum Fluss hinüber, der unsichtbar in der Dunkelheit lag. Es war sehr still. Nichts war zu hören als das regelmäßige Gegrunze eines Mönchs in seiner Zelle, der die Kasteiungen mit weitem mehr als der üblichen Entschlossenheit ausführte. Plötzlich tauchte der Mond hinter einer Wolke hervor, der Fluss blitzte silbern auf, es erhob sich ein pestilenzialischer Windhauch und Pater Kilian bemerkte einen großen, schwarzen Kargodämon, der einige Schritt weit entfernt auf einer Palisade saß. Das Gesicht dieser scheußlichen Erscheinung war mit dem Hinterkopf nach vorn gedreht. Es zermalmte glühend heiße Kohlen und andere gefährliche Artikel mit den Zähnen und fraß sie in sich hinein. Pater Kilian wusste um die üble Vorbedeutung des Anblicks eines solchen Geschöpfs, wusste, dass es am besten war, sich nicht neugierig einzumischen, hätte ferner sein Heil in der Flucht gesucht, wenn nur die Beine ihm gehorcht hätten, aber sie waren vor Schrecken gelähmt, und dieser Schrecken wurde um nichts gemildert, als der höllische Elf, indem er sich plötzlich von der Palisade schwang, neben ihm Stellung bezog und sich in einschmeichelnder Weise versuchte. Er, Fursey, möge sich von Gott lossagen und den Abt verfluchen. Als der mehr als beunruhigte Mönch seine Stimme wiedergefunden hatte, geschah dies nur zu einer demütigen Rezitation der Psalmen, woraufhin der Dämon ihn mit furchteinflößendem Griff an der Kehle packte und beinahe erwürgte. Er hob Pater Kilian hoch, schleuderte ihn etwa 30 Ellen weit gegen die Basis des runden Turms und, einen üblen Schrei ausstoßend, verschwand das Geschöpf, wobei es einen so unerträglichen und bösartigen Gestank hinterließ, dass man ihn weder imaginieren noch schildern kann.
Der Abschiedsschrei des Untiers bewirkte, dass die Mönche wie Bienen aus ihren Zellen strömten, und indem sie sich ihre Nasenlöcher mit Daumen und Zeigefinger zuhielten, um sich vor dem grässlichen und unzuträglichen Gestank zu schützen, bahnten sie sich einen Weg durch den trüben Rauch und trugen den bewusstlosen Pater Kilian zurück ins Kloster. 2 Stunden später fand Abt Markus, der mit dem Boot nach Clonmacnoise zurückgekehrt war, da er den Tag fischend auf dem Loch Ree verbracht hatte, die Ansiedlung in heillosem Tumult vor. Die gesamte Gemeinde drängte sich um ihn, als er seinen Stuhl im Kapitelhaus einnahm, und man trug den bleichen Kilian hinein und stellte ihn gegen eine Wand, wo ihn der Abt bequem betrachten konnte. Der Abt lauschte dem Geschnatter der verängstigten Mönche mit einiger Geduld, bevor er sie ernst in ihre Betten entließ. Dann, als er sicher sein konnte, dass Pater Kilian der Sprache mächtig war, half er ihm auf einen Stuhl und zog ihm langsam die Geschichte aus der Nase. sagte der Abt, wie kannst du sicher sein, nicht den falschen Eindruck einer angstvollen und verdrießlichen Fantasie aufgesessen zu sein? Pater Kilian versicherte ihm, dass dem nicht so sei, und zeigte ihm die Quetschungen und die Wunde, die der Unhold an seiner Kehle hinterlassen hatte. Ich glaube es immer noch nicht, sagte der Abt, als er aber die Empörung im Gesicht des Mönchs sah, fügte er barmherzig hinzu: Du bist der beste Brauer, den wir je in Clonmacnoise hatten, aber in letzter Zeit gewinne ich mehr und mehr den Eindruck, dass du unter Überarbeitung leidest. Vielleicht ist das der Grund für deine Sinnestäuschung. Ich glaube, ich werde dich aus der Brauerei herausnehmen und mit der Betreuung des Federviehs beauftragen, wo die Arbeit deiner gegenwärtigen nervlichen Verfassung eher entgegenkommt. Und Abt Markus, nah und fern für seine Freundlichkeit berühmt, stand dem immer noch benommenen Kilian bei und geleitete ihn in seine Zelle, wo er ihn mit dem Versprechen, seiner in Gebeten zu gedenken, verließ. Am anderen Morgen gab man Kilian einen Teller mit bereits zerkleinerter Nahrung in die Hand und führte ihn zum Hühnerstall, während die Brauerei der Obhut eines frommen Paters übergeben wurde, der vor vielen Jahren ein Gelübde getan hatte, nie etwas anderes als Wasser zu trinken. Irland. Der Abt rief die Gemeinde zusammen und machte ihr schwere Vorhaltungen, ihr kindisches Verhalten und ihren mangelnden Glauben an den seligen Kiran betreffend. Nachdem er seine Ansprache zu einem starken und würdigen Abschluss gebracht hatte, verteilten sich die Mönche und Novizen beruhigter zu ihren täglichen Aufgaben, obwohl die Neigung, sich verstohlen über die Schulter umzusehen, den ganzen Tag nicht wich. Etwa zur Stunde des Sonnenuntergangs verursachte ein plötzlicher Schauer von Fischen, die vom Himmel fielen wie Hagelkörner. beim Abt eine gewisse Beunruhigung. Unter der Nacht waren heiseres Husten und tiefe Seufzer zu hören, auf welche das Gebellfer und Gebell riesiger Hunde folgte. Am folgenden Morgen hängte ein Mönch in den 80ern an 2 Krückstöcken vor den Abt, um sich über die nächtliche Anwesenheit eines üblen Geistes in seiner Zelle zu beschweren, der die Form einer schönen Hure angenommen hatte, die ihn, verwegen gekleidet, mit gereizten Trippelschritten und verworfenen Gesten zur Unzucht versucht hatte. Diese Folge unerklärlicher Vorfälle zwang den Abt zu der Folgerung, sein Kloster sei auf übelste Weise vom Spuk befallen. Tagsüber las er in der Bibliothek über das Thema nach, wobei ihm der verständige Kustos zur Hand ging, und bei Einbruch der Nacht wurde jeder Mönch, Student und Novize in der großen Kapelle versammelt. Da er sie so betrachtete und ihre weißen Gesichter sah, vom Schlafmangel angestrengt und erschöpft, empfand der Abt namenloses Mitleid mit seinen geistlichen Kindern. Ein Schauder ging durch die Gemeinde, als er für seine Predigt den Text aus dem 13. Kapitel Jesaja wählte: Faune, Satyren und die Behaarten werden in ihren Palästen tanzen. Der Tag des Kampfes ist genaht, begann der Abt. Der Böse hat seinen Einzug in der heiligen Stadt Clonmacnoise gehalten. Er fuhr fort und warnte sie vor der Heimtücke des Erzfeinds, dem eine Myriade Mittel zu Gebote stehen und dessen Unterlinge man in Gestalt von Ziegenböcken, Hasen oder gehörnten Eulen erwarten durfte. Wenn sie in ihren Zellen Stöhnen und Aufschreie der beklagenswertesten Sorte hören sollten, deren Quelle unsichtbar sei, sollten sie klüglich mit einer Erscheinung rechnen. Wenn ein böser Geist sich zeigte, sollten sie gewappnet sein und ihn anreden und das Trugbild im Namen Gottes, falls es von Gott sei, beschwören. Wenn es dagegen nicht von Gott war, sollten sie einfach »Hebe dich hinweg« sagen.
Solltet ihr plötzlich einer grauslichen Erscheinung gegenüberstehen, so vertraut nicht allzu sehr auf euch selbst und seid nicht übermäßig tapfer, sondern empfehlt euch glutvoll in Gottes Hand. Ein wackerer Krieger Christi ist stets mit dem Rundschild des Glaubens und dem Kürass der Hoffnung bewährt. Hütet euch einander vor dem Bösen, hütet euch insbesondere vor dem Bösen, wenn er in Verkleidung daherkommt, eure Sinne betört und euch mit Glanz zu blenden sucht. Ein Wasserbecken ist durchaus gesund und wirksam und ein sicherer Schutz gegen Bosheit und Attacken unreiner Geister. Nach Ende der Predigt wurden an alle Weihwasser- und Exorzismusbücher verteilt. Die Mönche gingen langsam zu ihren Zellen, jeder von Besorgnissen geplagt. Bald hörte man Stöhnen und Seufzen in den Gängen. Gegen Mitternacht geschah die erste Explosion. Pater Leo hatte ein bleiches, blutendes Gespenst gesehen, das leise sang, während es versuchte, im Überbett und Tagesdecke von der Pritsche zu ziehen. Da ihn die Reaktion auf seine Beschwörung nicht befriedigte, goss er dem Wesen reichlich Weihwasser nach, wodurch es explodierte und in ein Laken aus Flammen gewickelt durch die Zimmerdecke verschwand, wobei es in seiner Aufwärtsbewegung Feuer an das Reetdach legte. Eine Stille folgte, nicht von dieser Welt, doch binnen kurzem wurde ein fernes Gepolter hörbar und bald war das Kloster mit Rauch, Lärm und dem Geruch von Schwefel erfüllt. Als die Glocke zum Frühgottesdienst läutete, kamen die Mönche ein wenig zerzaust und durchwühlt aus ihren Zellen, aber von frischer Zuversicht erfüllt. Wo immer der Feind sich gezeigt hatte, war er besiegt worden. Pater Samson hatte die Nacht im Kampf mit einem Inkubus verbracht, da Samson am Hofe des Königs von Tormund Ringer gewesen war, bevor er ins Kloster ging, war er seinem Gegner wohl gewachsen. Bruder Patrick war von einem großen schwarzen Hund belästigt worden, abscheulich anzusehen, der ihn aus einer Ecke seiner Zelle angebellt hatte. Da Patrick zu verängstigt gewesen war, nach dem Weihwasser zu greifen, war der Dämon bis zum ersten Hahnenschrei geblieben. Es waren dem Laienbruder jedoch außer Schlafmangel keine Misshelligkeiten widerfahren, und Bruder Patrick bemerkte philosophisch, ich hätte sowieso kein Auge zugetan. Bei den anderen Mönchen hatte die Anwesenheit von ansehnlichen Fräuleins Anstoß erregt, die sich noch dazu des besseren Teils ihrer Kleidung entledigten, bevor die Patres die richtige Seite im Buch der Austreibungen finden konnten. Ein verbindlicher Herr düsteren Aussehens, von dem man annahm, er sei der Fürst der Finsternis persönlich, hatte tatsächlich die Kühnheit besessen, den Novizenmeister versuchen zu wollen, und das war ihm überaus übel bekommen. Der Abt, der wieder den Morgen in der Bibliothek verbracht hatte, begann sich für das Thema zu erwärmen, sammelte die Gemeinde um sich und warnte sie vor den weiteren Kunstgriffen und Ränken, die dem Bösen womöglich noch zu Gebote standen. Er hielt sie besonders streng dazu an, sich vor Selbstgefälligkeit zu hüten, ein Befehl, den die meisten Brüder für eher überflüssig hielten. Im Laufe des Nachmittags musste der Abt zu seinem Kummer von mehreren seiner Mönche Gesuche entgegennehmen, die auf einen kurzen Urlaub zu verschiedenen Zeiträumen abzielten, da man kranke Verwandte und betagte Eltern besuchen wolle, die, wie man sich anklagte, viele Jahre lang sträflich vernachlässigt worden seien. Unnachgiebig beschied er all diese Petenten von Petition, ja? Also Schreiben einreichen, eine Petition einreichen, und jemand, der das macht, das ist ein Petent. Unnachgiebig beschied er all diese Petenten abschlägig, und sie mussten sich damit bescheiden, Exorzismus und Beschwörungsformeln auswendig zu lernen und der kommenden Nacht mit düsteren Vorahnungen entgegenzusehen. Schlückchen. Fünfzehn Tage hintereinander spukte es in Clonmacnoise entsetzlich. Es wurde den Mönchen zur vertrauten Übung, um eine Ecke zu biegen und einen Dämon anzutreffen, der ihn mit Püffen und Knüffen begrüßte. Vielköpfige Hydras, Skorpione, Tiger und Pardelkatzen drängten sich in den Zellen und Schlangen füllten mit ihrem erbosten Gezisch die Korridore. Prall waren die Nächte von widerwärtigem Wirrwarr, vom Lärm in ihrer Angel quietschenden Türen und von dem Geheul und Gejammer unsichtbarer Wesen. Am 16. Tag machte dem Abt eine grämliche Abordnung von älteren Mönchen ihre Aufwartung. »Es ist ja nicht der Anblick von Dämonen, der mir zu schaffen macht«, sagte Pater Crustaceous, ja, so würde ich es aussprechen. »Ein bis zwei Sätze Latein vertreiben sie schon.
Es ist der Schlafmangel. Die zwei- und vierbeinigen Dämonen mögen ja noch angehen, sagte Pater Placidus, aber die ekelerregenden Würmer und Drachen sind mehr, als ich ertragen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, sagte ein weiterer schwer geprüfter Veteran. Wir sind der Meinung, dass es für euch mit eurer Machtvollkommenheit als Abt an der Zeit ist, diese Schrate der Hölle zu ergreifen und auf den Grund des Loch Ree zu versenken. Es erhob sich ein allgemeines Grunzen der Zustimmung. Der Abt schien die letzte Bemerkung nicht gehört zu haben. Der gelehrte Kaspar Diefenbach hat das Thema ausführlich behandelt, murmelte er geistesabwesend. Es gibt so eine Stimmung im Kloster, sagte Pater Crustaceous Grüßer, Pater Crustaceous Düster. Man nimmt allgemein an, dass der Umstand unserer Behaftung mit diesen furchterregenden Dämonen in einem Mangel an wahrer Heiligkeit höheren Orts zu suchen ist. Die Finger des Abts spielten nervös auf einem schweren Folianten des Cornelius Atticus. »Ich werde nichts mit unziemlicher Hast unternehmen«, sagte er knapp. »Ich muss nachdenken und beten, und das braucht seine Zeit.« Murrend schlürfte die Abordnung aus der Zelle. Zwei Tage später, bevor der Abt noch seine Meditationen beendet hatte, war plötzlich Schluss mit dem Spuk. Eine Luft frei und wie Balsam durchwehte Clon McNoise. Ein Ausdruck der Erleichterung, fast des Frohsinns, spiegelte sich auf jedem Gesicht und die Mönche gingen ihrer Arbeit leichteren Schrittes nach. Dafür pries man großzügig den Abt, denn man nahm an, seine Gebete hätten den Umschwung bewirkt. Er hatte den seligen Kieran sehr heftig bedrängt, weil er sich immerhin den Vorhaltungen seines eigenen Abts gegenüber nicht taubstellen konnte. Und natürlich kannte jeder den Einfluss, den Kieran im Himmel besaß. Bei allem, was Clon McNoise betraf, rief man ihn mit Sicherheit um Rat an, und es wäre unhöflich gewesen, ihn zu umgehen, wenn größere Entscheidungen bevorstanden, die ein Haus betrafen, das er selbst gegründet hatte. Der Abt schien, obwohl er wenig sagte, mit dem, was er im Himmel angerichtet hatte, zufrieden zu sein, und so bereitete es ihm beträchtlichen Kummer, als er der stockenden Erzählung eines zerknirschten Laienbruders lauschen musste, welcher sich drei Tage später vor den Füßen des Abts auf die Knie warf. Bruder Percy besaß die Tugend der heiligen Einfalt in einem so hohen Maße, dass man ihn für jede Arbeit, die über das Zerkleinern essbarer Wurzeln in der Klosterküche hinausging, ungeeignet befand. Und selbst dabei konnte man nicht recht behaupten, dass er sich hervortat. Der Koch ein Mann von vielen Verantwortlichkeiten war, wie man wusste, von Bruder Percys Einfalt oft so mitgenommen worden, dass er ihn mit der Kelle bedroht hatte. Der Laienbruder gab nie Widerworte, teils weil er sich in einem Übermaß von Demut für den geringsten aller Menschen hielt, teils weil er eine Sprachhemmung hatte, die ihm die Zunge lähmte, wenn er sich in einem Zustand der Aufregung oder Furcht befand. So kam es, dass der aufgewühlte Laienbruder seine alarmierenden Kenntnisse aus Angst, dem Abt vor die Augen treten zu müssen, für sich behalten hatte. Während ganz Clon McNoise glaubte, die satanischen Horden hätten sich zurückgezogen. Ha! Satanische Horden! Hühner! wusste ein Mann allein, dass dies nicht der Fall war. Als die Ansiedlung zum ersten Mal von Dämonen heimgesucht worden war, war Bruder Percy, genau wie jeder andere, heftig geneigt gewesen, in Aufruhr und Verwirrung zu verfallen. Als aber Nacht auf Nacht verging und die eine Woche in die nächste kroch, ohne dass er misshandelt und bedrängt worden wäre, ohne dass auch nur ein Dämon in Gestalt eines Tiers oder Vogels gesehen hätte, kam er froh zu dem Schluss, seine Seele sei zu gemein, die Habsucht der Hölle zu erregen. So schlief Bruder Percy, während die übrige Gemeinde schwitzte und betete, selig und von seiner Wertlosigkeit überzeugt unter seinen Bettdecken. Aber in der ersten Nacht, als die anderen von teuflischen Kundgebungen unbehelligt blieben, wurde die Tür zu Bruder Percys Zelle plötzlich und gewaltsam aufgestoßen. Der Laienbruder setzte sich auf und heftete seine Augen voll böser Vorahnungen auf die offene Tür, denn er wusste, dass es für die Tür einer Kammer von Übel ist, wenn sie sich aus eigener Kraft öffnet, ohne dass jemand eintrete. So hatte er einige Zeit gesessen, als ein wenig ansprechendes Exemplar aus der Familie, der Greifen, im Passgang aus dem Flur hereinschritt und sich, nachdem es einen geringschätzigen Blick auf den erschreckten Mönch geworfen hatte, inmitten des Raums auf den Fußboden setzte. Es keuchte ein bis zweimal, als wären seine Atmungsorgane defekt,
und betrachtete düster den anschließenden Funkenregen, der sich in jede Ecke der Zelle ergoss. Von einem so ekelhaften Anblick entsetzt, fiel Bruder Fursey auf seine Kissen zurück. Als er sich wieder erhob, war ihm, als werde er den Verstand verlieren, denn eine scheinbar endlose Prozession vier- und sechsbeiniger Geschöpfe von höchst wenig einladendem Äußeren schnurrte zur Tür herein und verteilte sich in der Zelle. Ein Inkubus folgte und setzte sich, nachdem er das Bett erklommen hatte, ohne viel Begeisterung zu zeigen, auf Bruder Furseys Brustkorb. Unterdessen war dem Laienbruder vor Angst dem Wahnsinn so nahe, dass er kaum die Milchstraße unbekleideter weiblicher Wesen von außerordentlicher Lieblichkeit bemerkte, die sich in einem Winkel versammelte und Klatsch auszutauschen schien, während sie sich das Haar richtete. Zum Schluss trat ein dunkler Herr ein, der ganz leicht hinkte. Er schloss die Tür sorgfältig hinter sich, näherte sich dem Kopfende des Bettes und begrüßte den Laienbruder höflich. Bruder Furseys Hirn wallte, als er versuchte, sich auf die Beschwörungsformel zu besinnen, aber die einzigen Worte, die ihm in den Sinn kamen, waren der Befehl des Abts: Vertraut nicht übermäßig auf euch selbst und seid nicht allzu tapfer. Der schwarze Herr gab dem Inkubus ein Zeichen, er möge zur Seite rücken, woraufhin dieser grässliche Grunzen von Bruder Furseys Brust rutschte, auf seinen krummen Beinen durch den Raum watschelte und sich rittlings auf das Bettpult setzte. Betpult. Der dunkle Fremde setzte sich auf die Bettkante und sprach den Mönch leutselig an. Kein Grund zur Beunruhigung, sagte er, betrachte dies als Freundschaftsbesuch. Bruder Furseys Augen verdrehten sich qualvoll zum Weihwasserbecken auf dem Nachttisch. Na, sagte der Teufel und schüttelte den Kopf mit mildem Tadel. Das solltest du lieber lassen. Selbst wenn es dir gelingen sollte, den Arm unter der Bettdecke hervorzuheben, würde ich doch darauf hinweisen, dass die Kinder und ich in den letzten 14 Tagen eine beträchtliche Geschicklichkeit entwickelt haben, wenn es darum geht, einem Guss dieses grässlichen, unbekömmlichen Zeugs auszuweichen, besonders wenn er von zittriger Hand geschüttet wird. Nun, fuhr er fort, erwarte ich, dass du milde auf den Grund für diese scheinbar unhöfliche Unterbrechung deiner Schlafenszeit vorbereitet bist. Wir hatten keine andere Wahl, Bruder Fursey. Wir hatten keine andere Wahl. Doch nie habe ich in meiner aktiven Zeit als Teufel so eine obstinate Heiligkeit erlebt wie in diesem Kloster. Meine Burschen sind halbblind vom Weihwasser und völlig abgekämpft. Sie brauchen etwas Ruhe, ein Päuschen, um sich zu erholen, bevor sie den Kampf wieder aufnehmen und dieses Mal mit den neu gewonnenen Erfahrungen frisch bewaffnet für alle Zeiten zu siegen und mit dieser verseuchten Brutstätte weibischen Mannes und skandierenden Mönchtums Schluss zu machen. An dieser Stelle knirschte der Böse ganz schlimm mit den Zähnen und Blitze tanzten in seinen Augen. Aber er blickte den Haarschopf und die beiden knopfähnlichen Augen, die hinter der Steppdecke hervorlugten, alles andere als unfreundlich an. Denn das war alles, was man von Bruder Fursey noch sehen konnte. Um die Angelegenheit zu verdeutlichen, dass sie in eine Nussschale passt, fuhr seine Hoheit fort, gebe ich zu, dass meine Truppen in der ersten Schlacht aufgerieben wurden. Aber ich bin nicht die Art Dämon, die den Schwanz einzieht und seinen Gegnern demütig den Sieg überlässt. Meine Truppen brauchen Ruhe und etwas Wiederaufrüstung, das ist alles. Bei all dem Weihwassergestank, dem Verspritzen vom Weihwasser und dem Klang der lateinischen Sprache gibt es für keinen von uns Sicherheit, außer in deiner Zelle, wo wir dank der glücklichen Fügung deiner Sprechbehinderung nicht ständig in der Gefahr schweben, plötzlich durch ein lateinisches Satzgefüge oder eine schlaue Schwörung in die äußere Atmosphäre gejagt zu werden, wo wieder alles ganz anders ist. Wenn ich meine Legionen auf einen Schlag abzöge und in ein Klima brächte, das ihnen zuträglicher ist und ihrer Natur eher entgegenkommt, damit sie sich erholen können, hätte dieser Langweiler von Abt, den ihr euch hier leistet, ganz schön zu tun mit dem siebenfachen Ring aus Litaneien und Geläut um die Siedlung, damit unsere Rückkehr erschwert, wenn nicht gar vollends unmöglich gemacht wird. Deine Zelle ist unsere Zuflucht. Du, mein lieber Fursey, bist unser Brückenkopf. Ein paar Augenblicke lang wurde die Stille nur durch das Klappern der Zähne des Mönchs unterbrochen. Dann wurde unter der Steppdecke ein Geräusch wie Ersticken hörbar. Der schwarze Herr trat mit einigem Ekel einen Schritt zurück. »Ich bitte dich«, sagte er kalt, »deine Anstrengungen, ein Gebet vollführen zu wollen, zu unterlassen. Du weißt nur zu gut, dass dich deine Furcht außerstande setzt, auch nur eine einzige Silbe zu formulieren.
Wir sind doch beide Menschen dieser Welt, und wenn wir anerkennen, wo wir stehen, wird das deinem gesunden Menschenverstand schmeicheln und unserer gegenseitigen Hochachtung förderlich sein. Und jetzt, um dir zu zeigen, dass ich nicht ungroßzügig bin, sondern dich deine Gastfreundschaft entgelten lassen möchte, würde ich gerne etwas für dich tun. Nur aus Gründen der Kontoführung und um meine Bücher in Ordnung zu halten, muss ich dich naturgemäß um deine Seele als Gegenleistung bitten. Sehr wertvoll ist die Seele nicht, ihr Marktwert eher als gering einzustufen, aber beim Pfeilchen wirst du mich nie ertappen. Bist du wirklich ein Liebhaber von Schönheit? Der Dämon winkte mit der Hand und eine Reihe begehrenswerter Frauenspersonen begann, sich eintönig von der Tür zur Wand hin zu bewegen, wo sie durch den Putz verschwand. Der Mönch ließ ein tiefes Stöhnen frei und kniff die Augen fest zu. Als er sie mit der gebotenen Vorsicht wieder öffnete, betrachtete ihn sein Besucher mit professionellem Interesse. »Du hast eine lange Zeit in einer Welt aus geflochtenen Hütten und weich getünchten Zellen verbracht«, sagte er. »Hast du nie Sehnsucht nach der Freiheit, die du einst besaßest, die Hügel zu erklimmen und nach Belieben durch die Wälder zu streifen?« Angenehm war der Hauch der Brise, als du ein Knabe warst, die Wälder waren voller Geheimnis, und wie gern hast du die Fruten der Flüsse durchwartet. Der ganze Sommer gehörte dir, und niemand sagte »Fursi to dies« oder »Fursi to das«. Und sofort war der Ruf eines Vogels zu hören und das Gurgeln von Wasserläufen. Ein Waldvogel ließ ein paar zögernde Töne auf einer ländlichen Flöte hören, und die Zelle füllte sich mit himmlischem Wohlgeruch und süßen Düften. Der Dämon studierte die Reaktion des Laienbruders in dessen starren Augen und auf der zuckenden Stirn. Das war alles, was er von dem Mönch sehen konnte, der die Bettdecken bis zur Nasenwurzel hochgezogen hatte. »Ich fürchte, du hast einen vulgären Geschmack«, sagte der Böse leicht enttäuscht. »Wie wär's denn mit einem gewaltigen Ruf als Krieger?« Bruder Fursi vernahm Schlachtenlärm, das aufmunternde Geschmetter von Trompeten, und er sah das wackere Aufblitzen vielfarbiger Umhänge, wenn Schwerter gezogen wurden. An dieser Stelle verlor der Laienbruder das Bewusstsein, denn er war von ängstlicher Natur und hatte Gewalt stets abgelehnt. 3 Tage lang kroch der betretene Fursi wie umnachtet im Kloster herum. Er verdarb hunderte essbarer Wurzeln und schnitt sich scheibenweise Fleisch von den Daumen. Er hätte bestimmt die Gunst von Bruder Koch verloren, wenn letzterer nicht wegen des Verschwindens seines Poltergeistes, der sich in seiner Zelle wohnlich eingerichtet hatte und dessen letzter Streich es gewesen war, ihn nachts mehrmals aufs Bett zu hieven, besonders guter Laune gewesen wäre. Ja, soweit der unheilige Fursi, das Irland der Frommen, das Let's Showplay Minecraft mal in anderer Form extra zum St. Patrick's Day. Ja. Na, die Links oder Titel der Bücher mit ISDN-Nummern findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.